Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute haben wir was ganz Besonderes für euch parat, denn ich möchte euch mal die Ausbeute vom Pokémon Go Fest Chicago zeigen und ich konnte leider nicht selber vor Ort sein, ne? Wie auch, aber der Kollege Paiku ist der Boss, merkt euch das mal, schreibt's mal in die Kommentare, einfach nur Hashtag Paiku ist der Boss, der war natürlich für uns vor Ort und hat meinen Account bespielt, knickknack. Denn das Wichtigste bei Pokémon ist einfach Zusammenhalt. Denn ohne Zusammenhalt geht alles vor die Hunde. Deshalb Grüße gehen raus an Paiku. Paiku ist der Boss. Heftiger Typ auf jeden Fall. Der ist ja auch schuld, dass ich überhaupt erst Tickets für Chicago bekommen habe. Denn der hat mir das alles gezeigt mit dieser virtuellen Kreditkarte, hat mir dann die Tipps gegeben, wie man das macht, dass man da hinkommt, dass man das überhaupt bezahlen kann. Worüber ich dann auch ein Video gemacht habe und was anderen Leuten gezeigt habe. Und ja, das auf jeden Fall erstmal dazu. Aber es ging natürlich nicht alles glatt, denn es gab auch Probleme vor Ort. Darüber wollen wir kurz mal hier schauen. Da hat nämlich die Telegram-Gruppe da von Pokémon Go News was berichtet. Das Gelände des Go-Festes in Chicago wurde aufgrund eines schweren Sturmes evakuiert. Ungefähr um 20.30 Uhr wurden also alle Pokémon-Stops, alle Pokestops und alle Pokémon-Spawns vorübergehend deaktiviert. Da konnte man also auch mit Ticket nichts sehen, da war einfach gar nichts mehr, damit die Leute eben aus dem Park verschwinden, da ein richtig dickes Unwetter im Gange war. 21.25 Uhr, das Gelände bleibt aufgrund der Blitze weiterhin geschlossen. Dies hat die Stadtverwaltung verfügt. Ist ja auch eine gute Sache, niemand soll sich da unnötig in Gefahr begeben. 22.10 Uhr, die Veranstaltung wurde wieder freigegeben. Die ersten Spieler dürfen das Gelände wieder betreten und spielen. Haben sich natürlich dann, einige waren traurig darüber, dass denen jetzt also 2 Stunden von dem Go-Fest durch die Lappen gegangen sind, die in der Zeit nicht spielen konnten. Aber es wurde auch schon eine Entschädigung angekündigt, nämlich für den 15. Juni. Achso, nee. Nein, Leute, die am Samstag ein Ticket haben, also Leute, die am 15. Juni dort waren, erhalten eine Entschädigung am 22. Juni. Von 7 bis 19 Uhr auf der ganzen Welt, egal wo ihr das seid, erscheinen für die Ticketinhaber des 15. Junis eben diese Event-Pokémon nochmal vermehrt in der Wildnis, egal wo ihr spielt. Ihr müsst also nicht jetzt die ganze Woche in Chicago bleiben, um dort dann nochmal fangen zu können. Ihr könnt auch bei euch zu Hause in Hildburghausen, in Hessberg, in wo auch immer auf der Welt, sucht euch einen guten Spot aus. Es werden auf jeden Fall vermehrt für euch, für die Ticketinhaber vom GoFest, vom Samstag, als der Sturm war, Pokémon erscheinen und dann habt ihr nochmal die Möglichkeit, wirklich diesen ganzen Tag von 7 bis 19 Uhr reinzuhauen. Finde ich auch gut gelöst, denn manche haben vielleicht dann Frühschicht. Wäre das jetzt nur von 11 bis 14 Uhr gegangen, hätten die das gar nicht so nutzen können. Andere müssen vielleicht in die Spätschicht, hätten das auch nicht nutzen können so richtig. So ist der ganze Tag verfügbar und jeder kann sich da also frei reinteilen, wann er seine paar Stunden dann nutzt. Oder so ein Assi wie ich, der kann da vielleicht den ganzen Tag spielen und so habe ich auch die Möglichkeit, nochmal richtig zuzuschlagen und da auch selber mal Hand anzulegen, wie man so schön sagt. Aber wir dürfen uns jetzt nicht, ich hab's gewusst, da ist was passiert, es sah schon so verdächtig aus. Aber wir dürfen uns jetzt davon nicht abbringen lassen, wir schließen das mal, das ist nämlich schon nächste Woche Samstag, da geht's richtig ab und es gab natürlich eine Spezialforschung und es gab Jirachi zu holen, wenn man das so ausspricht. Und ich gucke jetzt mal hier rein, da ist nämlich noch was offen. Mach 3 Schnappschüsse von Jirachi mit. Da gibt es einen super Inkubator, nochmal 20 Bonbons dafür, 5 goldene Himbeeren, 5000 Staub. Wir wollen jetzt mal reingucken in die Box und das mal suchen. Aber ich spreche das überhaupt richtig aus. Jirachi. So sieht das auf jeden Fall aus. Das gab es also beim Pokémon Go Fest. 1378 hat das. Wir bewerten es mal. Kann es im Kampf Medaillen aufnehmen. Verteidigung. Seine Werte sind wirklich hoch. Okay. Ist also nicht so krass. Könnte natürlich besser sein. Aber wir sollen noch 3 Schnappschüsse machen. Das ist noch übrig. Das machen wir jetzt mal. Wir machen einfach 1. Wir machen 2. Und hier steht immer noch dieser blöde Osterhase. Dann machen wir mal 3. Gehen zurück. Und jetzt müsste eigentlich die Aufgabe fertig sein. Genau. Wir können die Brutmaschine noch abholen. Wir können die Bonbons abholen, die Beeren und den Staub. Und dann redet er nochmal mit uns. Nochmal 20 Bonbons obendrauf. Ihr seht,
abgeschlossene Feldforschungen. Wenn ich dann in Dortmund bin, denn da werde ich filmen, da werde ich vor Ort sein, da werde ich richtig reinschlotzen, würde der ISO jetzt sagen. Wenn es da auch Jirachi gibt aus der Spezialforschung, würde es natürlich für mich kein weiteres geben. Ich glaube, das hatte Spieletrend letztes Jahr mal gehabt, diesen Fall. Da gibt es dann einfach als Belohnung nochmal eine Portion Bonbons obendrauf, aber ihr könnt trotzdem Aufgaben machen und Aufgaben erfüllen. Wir gucken nochmal hier kurz bei dem Sepa, ob das shiny ist, ist es nicht. Und beim Schnäppke, aber shiny ein gutes Stichwort, denn die Shiny-Ausbeute scheint auch richtig gut gewesen zu sein. Bei der Safari-Zone ist das ja schon immer richtig dope. Und jetzt gucken wir mal hier, wie es aussieht, welche Schillernden alle gefangen wurden. Da bin ich nämlich besonders gespannt gewesen. Ab dem Absol hat es also angefangen, das hat ja viele auch erstaunt, es gab Absol in freier Wildbahn zu fangen und nicht zu wenig, auch Flummkiefer gab es in freier Wildbahn zu fangen, das seht ihr hier also, 1571, ein Shiny Absol, richtig krasse Sache, das finde ich so genial, wie habe ich das Ding damals gejagt in den Raids und jetzt konnte man das einfach so fangen. Es gab natürlich auch wieder Pikachu und Evoli mit Blumenkranz und guckt euch das an, ein shiny Pikachu mit Scheiße am Kopf. Also ich finde das Ding eigentlich unnötig, so wichtig ist mir das nicht. Sammler würden jetzt ihr Handy in die Höhe werfen und sich übelst einen Ast freuen, weil das Teil einfach sau selten ist. Mir bedeutet es nicht so viel und ich weiß auch jetzt schon, wem ich das wahrscheinlich abdrücken werde für eventuell einfach Traunfugil oder sonst was, denn da fehlt mir immer noch eins. Oder mal gucken, vielleicht kriegt man noch ein Baby-Pokémon raus. Dann seht ihr hier, Gramurks ist dabei gewesen, aber da habe ich schon so etliche, das reißt das Ruder auch nicht rum. Noch ein weiteres Shiny Absol, also die gab es da wirklich richtig gut. Dann war wohl schon die Zeit, dass das Fest geschlossen wurde und außerhalb gefangen wurde, denn das Sepa ist vom Pier, da war nämlich in der Nähe vom Park war ein Pier, da war auch noch so ein Steg und alles und keine Ahnung, und da in der Umgebung ist das Sepa nämlich her, aber nicht nur das, sondern das andere auch. Außerhalb des Parks, also nicht im Park, denn im Park gab es ja diese bestimmten Bereiche und außerhalb war Sepa wohl trotzdem häufiger anzutreffen als im Park. Kaum im Park zurück, ging es dann aber weiter. Absol wurde wieder weitergefangen, noch ein Shiny dazu, ein Snubbel gab es hier noch zum Mitnehmen, einen Kleinstein, da habe ich jetzt eh die Familie schon voll gehabt, da ich 3 Stück hatte, jetzt ein So auf dem Account, was man auch abgeben kann, zum Tauschen, ein Shiny Flunkiefer, da habe ich damals auch so ewig gesuchtet, um das zu kriegen, jetzt hier sogar auf Level 35, wie man sieht, richtig krasse Sache, ich habe die vor dem Video natürlich alle mal kurz durchbewertet, also wirklich alles, was gestern gefangen wurde, beziehungsweise was noch da ist, der Beutel war ja immer zu voll, ich hatte eigentlich keinen Platz, aber ein paar Inkognitos sollten draufbleiben, auch zum Tauschen, weil viele natürlich die Buchstaben noch wollten oder brauchten, einen Sandan noch bekommen. Nebulak, da bin ich besonders gehypt, denn ein Nebulak hat noch gefehlt, bei Gengar gab es ja den Gengar-Tag damals, jetzt also ein Nebulak. Und eins habe ich vom Fahrlauf damals schon bekommen, der hat auch gerade geschrieben oben. Und ja, dann fehlt natürlich ein zweites, um es zu Alpollo zu machen. Ist jetzt auch da, richtig gute Ausbeute. Bronze, richtig genial, habe ich eins gehabt, aber ich möchte ja immer die ganze Familie haben. Deswegen ein zweites Shiny Bronze hier jetzt auf dem Account, was man auch entwickeln kann zu Bronzong. Und das geht richtig ab. Und ein Driftlon als Krönung, den Driftzeppli gab es ja dann schon. Bei mir habe ich mir auch ertauscht gehabt vom Virus-Killer, glaube ich. Aber jetzt auch Driftlon dabei. Und ja, was will man mehr? Das waren also die Shinies, die hier zu finden waren. Und jetzt gehen wir einfach mal direkt raus, scrollen mal runter. Wenn wir jetzt diesen Begriff wegmachen, nee, macht man nicht, da sind wir wieder zu blöd dafür. Wir machen es mal so und wir scrollen mal hier ein Stück runter bis, das ist das Cresselia. Genau, also ab hier hat es ungefähr angefangen. Das seht ihr auch mal generell, was es für Pokémon gab. Nicht Pokémons, was es für Pokémon gab. Absol, Pikachu, Gramurk, Sepa, Sepa, Dingsbums, Bums, alles was. Achso, da steht immer noch schillernd da. Bin ich jetzt bescheuert oder was? Ich muss doch den Begriff oben einfach wegmachen und dann runterscrollen. Da seht ihr, da ist einiges mitgekommen. Auch neue Einträge natürlich. Hier das 98er Cresselia war noch aus dem Raid.
und das Kleinstein getauscht und dann ging es los. Pachirisu war das kontinentale Pokémon, was zu finden war. Gibt es ja sonst eigentlich nur in Kanada oder so vermehrt oder in Russland auch. Auf jeden Fall jetzt Pachirisu, Eboli mit Blumenkranz, Pikachu mit Blumenkranz, Incognito, die Buchstaben, natürlich Wake Up war zu finden, also das W, das A, das K, das E, das U, das P und das Ausrufezeichen für mich persönlich. Das W war neu und das K war neu, alle anderen Buchstaben hatte ich schon von vergangenen Festen oder so Safaris, wo ich war, war ja auch in Erfurt, war ja in Oberhausen damals, in Prag, in Gera, also in Dortmund natürlich auch in der Safari-Zone, diesmal GoFest. Oh, wir sind schon gespannt, was es beim GoFest in Dortmund für Buchstaben gibt, aber da Wake Up wieder zwei neue dazu. Dann gab es sogar Alola Vulpix wild zu fangen und damit auch Alola Sandan wild zu fangen eben in diesem Eisgebiet. Das war ja alles aufgeteilt in verschiedene Gebiete. Ein Eisgebiet, ein Bodensandgebiet, ein Feengarten. Die Karte gab es ja auch dazu. Die haben Tickethalter ja bekommen. Dann wieder Pachirisu, seht ihr hier noch ein paar andere Sachen. Es gab auch bestimmte Aufgaben, dass ihr zum Beispiel 5 verschiedene Eis-Pokémon fangen müsst, 5 verschiedene Wasser-Pokémon, 5 verschiedene Boden-Pokémon. Und da als Encounter gab es dann auch immer ein krasses Pokémon am Ende. Das war zum Beispiel dieses Zetraking, gab es dann aus einer Aufgabe am Ende, wenn man 5 Wasser-Pokémon, glaube ich, gefangen hat. Perlu gab es wild zu fangen, Togetic gab es wild zu fangen, die saßen da auch überall rum, wie der Flunkiefer. Bei den Feen-Pokémon gab es Gardevoir, Camembert, gab es auf jeden Fall das als Encounter, auch richtig krass, schon die Endentwicklung dabei. Bei den Boden-Pokémon gab es ein Hypoterus. Das habe ich überhaupt noch nicht gehabt. Ich habe zwar genügend Bonbons, habe aber bisher noch nichts entwickelt gehabt. Und Hippopotas, die zwei, männlich und weiblich, die saßen auch vermehrt überall rum, konnte man fangen, wurde ja auch groß angekündigt auf dem Screen. Dann gab es natürlich den Frostgarten, wo man Eis-Pokémon fangen konnte. Da gab es einen Rex-Blizzard, wenn man fünf verschiedene Eis-Pokémon gefangen hat. Alter, ich dreh gleich durch. Jetzt beruhig dich doch mal. Was haben wir noch dabei? Schalelos gab es natürlich. Schalelos, das auf der, da drüben halt, weil wir haben ja das Blaue, das ist ja das andere, das Rosane. Ihr seht nochmal hier Sandan, dann gab es verschiedene Foto-Bombs, die ihr machen konntet in den verschiedenen Bereichen. Habe ich mir sagen lassen, konntet ihr so viele Fotobombs machen, wie ihr wolltet, ihr hättet den ganzen Tag Fotos machen können und eure Fotobomb-Medaille direkt auf 200 ziehen, dann hättet ihr aber gar keine Zeit gehabt, überhaupt irgendwas zu fangen. Das Mantiax ist sicherlich gebrütet, da gab es noch ein Bronzong, ein Krakilo und ein Zerpeise aus einer Fotobomb heraus. Nochmal Incognitos, das Jirachi, hier das Shiny Pikachu, ein paar andere Shinies, Sepa außerhalb, Absol dabei, wieder Incognito-Buchstaben, das Kleinstein, Pixie, Wild und Flunkiefer, Shinies, noch mehr Incognitos, die Hippopotas, Pachirisu, Schalelos nochmal, Haspirohr, Bronzel, Macholo, Lapita, weitere Sepa, das Bronzel-Shiny, Burmi, und Duster, Zwillicht, Stolunio, oh, die sind glaube ich nicht, na, die sind vorhin glaube ich geschlüpft, als ich hier beim Despota Raid war. Auf jeden Fall seht ihr, da war einiges zu finden, da war einiges geboten. Leider ist das mit diesem Unwetter dazwischen gekommen, aber das Ganze wird nachgeholt. Man hat zwar dann nicht mehr dieses Feeling, man ist dann zu Hause, da sind keine geboosteten Stops, da sind nicht diese ganzen Gebiete, aber wir werden natürlich sehen, wie das ist, wenn man das nachholen kann. Da werde ich dann natürlich auch mal unterwegs sein und schauen, was es da alles gibt. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Großen Gruß geht raus und großes Lob natürlich nochmal an Paiku. Ihr wisst, Paiku ist der Boss. Schreibt das auch nochmal in die Kommentare. Der hat mich immer gut beraten, der hat mir immer geholfen. Der steht mit Rat und Tat zur Seite, alles was Pokémon Go betrifft und so. Der hilft den Leuten, der verkauft auch viel, der verkauft auch immer Accounts oder so. Und ja, der ist eigentlich richtig genial, also der hat immer da krasse Sachen und er hat mir natürlich geholfen, dass mit den Tickets, dass ich überhaupt hier mir Tickets holen konnte. Darüber bin ich besonders stolz, so konnte ich das wenigstens schon mal vorbereiten und wusste dann bei Dortmund auch, wie das geht. Das war es aber jetzt von meiner Seite aus. Boah, die
Spezialquests sind alle abgeschlossen. Da ist sogar noch vom GoFest eine Aufgabe drauf. GoFest, verschicke 3 Geschenke an Freunde mit 3 Sonderbonbons. Gibt es dann da dafür, die werde ich dann noch einlösen. Und werde mir heute noch einen ruhigen machen. Ich schwitze nämlich total. Es ist so warm immerzu. Und Adi rennt auch immerzu hier rum und rastet komplett aus. Und jetzt zippel ich an meinem T-Shirt rum, da wird er ganz wild. Ja, guck. Aber egal, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.